einfach. So, genau. Hätte ich sehr, sehr gerne genommen, aber an dieser Stelle, Obsidian, habe ich das auch schon? Oh, toll, wirklich. Nee, what the fuck? Wie geil. Einfach mal so random, einfach. Boah. Kannst du trotzdem noch haben. Würde ich echt. Oh, das coole Reittier ist einfach zu cool, Shigi. Oh mein Gott. Kraft vom gelben, goldenen Ei. Ach ja, das ist ja Ostern. Ist ja bald so gut wie Ostern. So, ich würde sagen, so, natürlich. Badabam. 75% greifen. Also ich sag mal so, Ende der Woche, zu Karfreitag. Ich weiß nicht, soll ich Ihnen helfen? Ich gehe mal weiter. Wird er bestimmt überleben, ne? Ich sag mal so, Ende der Woche werde ich, denke ich mal, bestimmt. Oh mein Gott, was ist das denn? Abzeichen der Hände. Ach Gott, das ist ja ein Quest-Item. So, gehen wir noch schnell den anderen Quatsch ab. Das haben wir. Das haben wir auch. Gut, machen wir ungefähr. Also, wir müssten eigentlich, glaube ich. Welche hat denn so viel gegeben? Warte mal, da muss ich mal was kurz gucken. 500 Millionen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, gucken wir mal, wie viel wir am Ende haben werden. Und. Och, warum mache ich wieder so eine große Runde? Albina! Oh Gott, die Namen, ich komme manchmal gar nicht drauf. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Manchmal. Kristall von Bijou. Gott, die brauche ich denn ja gar nicht. Oh, verdammt. Davon habe ich schon 36. Oh mein Gott, das ist. Uff. Weil das war ja klar. So, 75%. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 500 Silber und 100 Ruhm. Boah, wenn er die verschenkt, einfach so gibt. Oh, krass, ey, das wäre echt. Oh, das wäre echt wichtig. Ne? Weil ich wäre. Warum leckt das hier so? Hallo, hallo. So, und 76%. Wunderschön. Wo war er jetzt? Wo hat er sich. Wo ist er denn? Bin gerade am Rumgang. Gut, das. Ja, weil ich habe ja nicht so viel Inventar, das ist das Problem. Das ist das Problem. So, ich will erstmal gucken hier. Oh mein Gott, das ist echt. Oh, das ist einfach zu viel. So, gucken wir mal. Also, ich habe leider nur 96er Hut. Zeug hat. Ich erledigt. Hab leider nichts. Schade, schade. Ich hätte ihm echt gerne was gegeben. Aber wenn ich ihn nicht geben kann, dann. Du, ach Mann, ey. Ich würde, hätte ihm echt gerne was gegeben, ne? Naja. Kann man leider nichts machen. Dann würde ich gerne was gucken. Und zwar, ich habe so viel Müll. Den behalte ich auf jeden Fall. Was ist das? Heller Kristall. Ach so, ach Gott, verdammt. Das ist ja das. Benötigt man der ein Schild auf. Okay. Oh.
ist Mignos. Hallo Mignos, hallo, 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 hallo. Okay, kurz anhören, okay. Gucken wir mal, wie viel er gibt. Ich habe nur 3 Plätze. Oh, okay. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Sehr, sehr, sehr schön. Dann gucken wir mal, was kann man denn damit machen? Ich würde eigentlich ganz gerne. Das ärgert mich jetzt gerade, dass wir leider nicht so viel Platz haben. Ja, Myrus. Hallo, Myrus. Ja, Mignos, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Mensch, so viele Zuschauer, das ist echt, echt krass. Echt, Bestliste. What the fuck? Schade. Danke. Ja, Lieben, ich würde sagen, das wäre es an dieser Stelle. Ich will nochmal gucken, was man so schön jetzt kaufen kann. Weil es wollte jemand das 110er Set verkaufen, die Set-Teile. Und ich würde ganz gerne, wie gesagt, würde ganz gerne das Set komplett haben, bevor ich das verkaufe. Aber so wie es aussieht, ja, habe ich leider Pech. Schade, schade. Na gut, Lieben. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Dann müssten wir auch so fast 90% haben. Ich hoffe doch sehr, sehr, sehr. Und übrigens, der liebe RashGG kam mir leider zuvor. Und zwar, ich wollte doch dieses, wie man Geld bei First Online macht, machen. Aber ja, hat er schon rausgehauen. Ich weiß, ich werde es trotzdem mal raushauen. Weil ich denke mal, jeder hat seine eigene Ideen, seine eigene Strategien, Geld zu machen in First Online. Und Erfahrungen gemacht und so. Und ja, ich hoffe mal, ich kann euch trotzdem dann noch was beibringen oder übermitteln, was ihr noch nicht wusstet, aber da schauen wir mal, ne? Na gut, macht's gut, bis dann, euer Sibi. Ja, hallo Lieben, ich würde sagen, wir machen erstmal das goldene Ei, obwohl, nee, das will ich eigentlich nicht machen. Ich bin halt immer der Meinung, ob wir nicht noch eine Quest machen müssen, und ich finde es halt schade, wenn wir reingehen und dann die Quest hätte machen müssen. Und ich finde den Namen eigentlich ganz cool, Rainer, Wahnsinn. Könnte ja sein, dass er Rainer heißt. Hallo. So, naja, gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Level 132 machen. Ne? Level 132. Und übrigens, ich habe ein paar Karten wieder. Und zwar haben wir 294 Karten. Und vielen, vielen Dank an den lieben Matze. Mechanische Eiskämpfe. Ich habe den Namen jetzt leider nicht drauf, wie er ingame heißt. Aber ich denke mal, der Matze, den ich jetzt meine, fühlt sich hoffentlich angesprochen. Ja, das gestern habe ich jetzt offscreen halt was alleine gemacht. Und zwar Jürgen kam spontan online. Ne, er war nicht spontan online. Er war halt online, hat mir halt geholfen. Aber leider zu spät, weil ich gestorben bin. Blöderweise, echt blöderweise. Und zwar bei den Höhlenmandragoras. Und ich möchte gerne jetzt erstmal die Buffs noch machen. Einmal den. Und dann noch den anderen. Und dann sollten wir, denke ich mal, gut gewappnet sein und dann uns an die beiden hier ransetzen. Und er kommt schon an. Und sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, weiter geht's. Ja, ich weiß, goldene Ei hätten wir machen können, aber. So. Ich denke mal, das goldene Ei. Da kommen wir noch irgendwo hin. Ne? Und das Inventar ist auch übrigens ein bisschen sortiert. Ich habe hier die anderen Dinge, die ich von lieben. Oh Gott, den Namen weiß ich jetzt leider gar nicht. Verzeih mir. Mignos war das, glaube ich. Mignos, der uns oder mir halt die Dinger geschenkt hat, habe ich ins Lager gepackt. Und das halt auf dem anderen Charakter, wo die halt Platz haben, sie befinden sich dort. Ne? Ansonsten habe ich überlegt, so rein theoretisch brauche ich die eigentlich auch nicht. Also ich kann ja auch nichts damit anfangen, weil ich ja kein Schild oder so, oder wie es halt da stand. Deswegen schaue ich mal, was ich denn damit machen werde. Ne? Ja, ich habe auch gesehen, die werden auch verkauft. Vielleicht verkauft die ja auch. Ne? Und naja, je nachdem,
wie ich mich entscheiden werde. Ja, werde ich mal gucken. So. Ja, und ich habe auch überlegt, ob ich mir vielleicht mal wieder CS hole, aber ich habe auch keine Lust jetzt gerade irgendwie aufzuladen, weil ich habe auch gar keine Taler mehr drauf. Von daher muss ich mal schauen, ne, wie ich mich dann entscheide demnächst irgendwann. So, und hier 6 Lebenstrank. Zack, 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 zack. Und ne Bärchen. Und dann gehen wir nochmal hier. Zack. Aber ich kann schon so sagen, dass ich, wo ich gestorben bin, ich habe mich weggezwinkert und dann sind die Mobs halt weggegangen. Nicht zu mir, sondern wieder zum Spawnpunkt. Und kurz danach bin ich gestorben. Also, das wäre sehr unterhaltsam, aber ich sag mal so. Weil dieser Quest so viel Erfahrungspunkte gibt, habe ich gedacht, ganz ehrlich, so schlimm ist es ja eigentlich nicht. Ne? Und so, ich bin mal gespannt, wie viel Prozent oder Erfahrungspunkte die neue WDH bringt. Weil da bin ich schon echt. Ach, übrigens, ich will echt gerne A machen. Oder allgemein die das goldene Icon im Quest. Oh, ein Sternenhimmel. Da wusste, oh, guck mal, wie schön das eigentlich aussieht. What the fuck? Das sieht ja echt schön aus. Naja, ich bin mal gespannt, wie viel Prozent die geben wird. So, hau mal raus hier. Level 132. Badabam. Und wir haben 5%, das ist sehr, sehr schön. Und wir haben haufenweise neue Quests. Toxische Monster. Lebenswasser. Hilfe für Yuna. Wo sind denn Nodus? 119 mehr. Waffe für Allianz. Schlachtaxt, Bestellschein, oh mein Gott, Tempelguard. Elementarwäsche des Feuers. Haarspangen für Mai. Lord Reißer, das ist, glaube ich, die neue WDH. Schade, dass der liebe Juan nicht da ist. Sonst hätte ich nämlich gerne gefragt. Das ist jetzt die Frage, wie wir das machen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die anderen Dailies. Und dann gucken wir mal. Ist auch keine online, die ich fragen kann. Ich frag mal, Fnatic. Hey, so, einfach mal schreibt er mir ja, das wäre sehr schön. Ich wollte eigentlich, Sioni, what the fuck, wollte ich eigentlich fragen, ob sie mich buffen mag, aber ich habe mich jetzt nicht getraut. Sarah Wallbaum. So. Oh. Danke dir. Sehr, sehr nett. So, ich würde sagen, nicht in diese Richtung. Wir gehen jetzt woanders hin. So, und zur Sicherheit. Ich weiß, ich habe noch einige. Glücklicherweise habe ich noch einige davon. Und ich werde es einfach aktivieren. Weil mich stört es nicht, weil wir haben es ja, ne? Und, oh Gott, der muss ja noch hier die ganzen Dinger machen, die ganzen Holzis. Ja, mich stört es jetzt in dem Sinne nicht, weil ich viele davon habe und ja gut, morgen komme ich leider nicht zum Zocken, aber dafür die anderen Tage und dann denke ich mal, geht das schon in Ordnung. Und ja, der Jason, der hat mich mal ein bisschen neidisch gemacht und zwar sein Krieger ist schon Level 131. Ja, mit 50%. Ich weiß nicht, wo er die. Das ist einfach krass, wie er das schafft. Er wird mich auf jeden Fall einholen. Und das steht leider, ist leider klar. Weil ich ziemlich langsam bin eigentlich. Aber ich habe halt meistens keine Zeit, ne? Das hat Probleme. Er hat es ja auch arbeiten und so. Aber er schafft es ja trotzdem, ne? Er ist halt. Ja, er hat halt. Weiß ich nicht. Er ist bemühter, sag ich mal. Level abzukommen. Und ja, machen wir mal so. Achso, ich dachte, er läuft jetzt zu uns, weil er.